Freunde, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Abonnieren. Ja, Freunde, lang ist her, da bin ich auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu starten. Aber die Idee war ja eigentlich ganz eine andere oder es hat auch ganz anders angefangen. Ihr wisst vielleicht noch, 2015 am 8. November, da habe ich meinen Blog gestartet. Und der Hintergrundgedanke überhaupt war ja der, dass ich hier so gelegentlich meine Projekte vorstelle und auch einige Sachen, die es so im Internet noch nicht so gut dokumentiert gibt, was weiß ich, damals beispielsweise 7800 war so ein Thema. Über das so kleine Tutorials zu schreiben, wie steuert man das mit einem Arduino an. Und das hat sich recht schnell auch erfolgreich durchgesetzt. Ich habe dann auch meine Erfahrungen gesammelt, ich habe dann gemerkt, was geht gut, was geht gar nicht und so. Ich habe auch viel rumexperimentiert, auch hier ein bisschen am YouTube-Kanal. Und die Idee vom YouTube-Kanal war aber die, einfach so als Begleitung zur Webseite, weil man kann gewisse Sachen oft einfach mit Bildern und Texten nicht so gut beschreiben, als wie mit einem Video. Und dann habe ich mir gedacht, hier so gelegentlich mal auf YouTube ein paar Clips hochzuladen und das dann mit der Webseite einbinden und so weiter. Und ja, so habe ich angefangen und so 2017, 2018, da habe ich dann eigentlich erst realisiert, was hier am Kanal passiert. Da waren es 300, 400 Abonnenten. Ich habe mir damals auch gedacht, ja, wo kommen die eigentlich her? Wer sind die? Und so weiter. Das eine oder andere Kommentar war auch dabei. Und ich habe mir gedacht, interessant, es geht hier immer weiter und weiter, es kommen immer mehr dazu. Dann habe ich angefangen, hier öfter mal Videos hochzuladen. Und die waren auch sehr beliebt. Es ist dann auch per E-Mail immer wieder viel positives Feedback gekommen. Es hat viele Likes schon gegeben. Und dann habe ich eigentlich angefangen, so regelmäßig, was heißt regelmäßig, bei mir gibt es eh nur alle 2 Wochen circa einen neuen Clip, aber da habe ich dann angefangen hochzuladen, immer mehr. Und dann so richtig draufgekommen bin ich eigentlich erst vor einem Jahr, da waren so 1000 Abonnenten. Und dann habe ich gemerkt, ja, es gibt jetzt da so eine kleine Community rundherum um den Kanal. Und da wird auch immer wieder kommentiert und da kommen viele E-Mails und viele bedanken sich, Alex, super, dass du das machst, du hast mir sehr geholfen und so, der eine oder andere hat auch noch eine Frage und so. Und ja, es kommen dann schon, also wenn ich so mal eine Woche nicht in mein E-Mail-Postfach schaue, dann sind schon so 10, vielleicht oft sogar 15 E-Mails da von irgendwen. Oder besser gesagt von euch, Freunde. Und ja, es spielt sich eigentlich immer mehr hier am YouTube-Kanal ab und das ist jetzt so ein Thema, was hier auch so hoch wächst, neben dem Blog selber und dem ich auch selber immer mehr Beachtung schenke, weil es auch irgendwie immer wichtiger wird und die Community auch immer größer wird. Und wenn ihr nicht da wärt, Freunde, dann wäre das nie passiert. Und es macht Spaß und ich möchte es auch weiterhin so machen. Und jetzt ist die große Frage, naja, 5 Jahre, Zeit für Veränderung oder soll man so lassen? Und darüber möchte ich kurz mit euch sprechen. Zuerst aber zum Gewinnspiel. Ich habe mir gedacht, ich muss mich bei euch einmal bedanken. Denn dieses brave Abonnieren, die ganzen Daumen hoch und alles, was so dazugehört, das muss doch mal belohnt werden. Aber ich habe mir auch gedacht, naja, für die Belohnung sollte man auch irgendwas tun. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir ein kleines Gewinnspiel und da soll es jetzt nicht nur primär um die Preise gehen, sondern um euch. Die Aktion, die ich mache, heißt, zeig dein Projekt. Schaut da einfach auf meinem Blog kurz vorbei, da gibt es ein Formular, da schreibt man Name, E-Mail-Adresse rein
und einen Text und auch Bilder und Videos, die man da hochladen kann. Und was möchte ich von euch? Na, ich möchte eure Projekte sehen. Denn so viele haben mir schon per Instagram oder wo auch immer Bilder geschickt, was sie alles nachgebaut haben und wie toll das funktioniert und so. Und jetzt habe ich mir gedacht, das muss doch öffentlich mal irgendwo gezeigt werden. Und deswegen ist das so eine Aktion, die läuft jetzt einen Monat, also bis Dezember, wo ich euch die Chance gebe und wo ich euch auch zugleich bitte, wenn ihr hier irgendwo ein Projekt habt, es muss jetzt nicht zwingend hier von mir eins nachgebaut sein, auch wenn ihr selbst was habt oder so, dass ihr dieses Projekt vorstellt und dass ihr halt hier dieses Projekt auf meinem Blog hochladet und ich werde dann im Dezember eine eigene Seite machen, wo ich alle Projekte von euch, die so gekommen sind, präsentieren werde und auch hier am YouTube-Kanal. Ihr könnt mir auch gerne auch ein Video oder so schicken, dann schauen wir uns das gemeinsam mal an, ist überhaupt kein Thema und dass ich das ganz einfach präsentiere. Und der Hintergrundgedanke ist der, na, dass man auch zeigen kann, was man alles so machen kann und gerade auch für die Anfänger ein bisschen eine Motivation, was ist alles möglich und wie ist es euch dabei gegangen und so. Einfach ein bisschen zu zeigen, was tut sich hier aktuell so. Und das ist jetzt ganz egal, ob das irgendeine Wetterstation ist, ob das irgendeine kleine Platine ist oder ein Sensor, der irgendwas überträgt, völlig egal. Das kann ein kleines Projekt sein, das kann eine Riesenmaschine sein, die jemand gebaut hat, völlig egal. Und unter diesen Uploads, die ganzen Leute, die dabei waren, da möchte ich dann 3 Leute ziehen und die sollen dann einen Preis gewinnen. Der Preis ist jetzt nichts Aufregendes, das wird so ein Development Board sein, also sowas Arduino, ESP32, SDM Board, so in die Richtung, da wird es gehen. Was die genauen Preise sind, das werden wir noch festlegen. Und diese Aktion läuft jetzt einen Monat, also schaut einfach einmal am Blog vorbei, aeqweb.com/zeigdeinprojekt und wenn ihr was habt, bitte macht mit. Ein Thema ist 5 Jahre AEQweb und jetzt, ja, soll ich jetzt die Mega-Veränderung machen, alles auf den Kopf stellen oder wie? Und dann habe ich mir eigentlich hier mal wirklich Gedanken gemacht darüber, was soll ich verändern oder was kann ich machen? Und eigentlich bin ich drauf gekommen, ja, so wie es jetzt läuft, läuft es perfekt. Warum soll ich etwas, was so gut funktioniert, ändern oder warum soll ich alles auf den Kopf stellen? Ihr seid zufrieden, ich bin zufrieden, der Kanal geht in eine Richtung genauso, wie ich mir das vorgestellt habe und da brauchen wir nicht viel ändern. Deswegen, es wird so bleiben, wie ihr es kennt. Das Einzige, was ist, was mir so vorschwebt, ist, den Kanalnamen einmal zu ändern. Ganz einfach, ihr wisst, das AEQweb, das AEQ, das ist ja in meinen Rufzeichen, in meinen Amateurfunkrufzeichen drin, das ist mir von der Behörde so zugewiesen worden. Das habe ich genommen und das Web einfach für Webseite und fertig war der Name. Beim Namen erfinden, da bin ich nicht so kreativ. Aber falls jemand von euch einen guten Namen hat, der hier zum Kanal passen würde, gerne her damit. Dann schaue ich mir das mal an und nehme die dann in diese Auswahlliste auf. Ich werde das dann wahrscheinlich eh mit einer Umfrage oder so noch regeln, denke ich mal. Schauen wir uns an. Das ist so ein Thema. Dann kommt oft die Frage auf, Alex, wie sieht's aus mit Livestreams? Und naja, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht vorbereitet, aber ich zeige euch mal was. Ihr kennt ja meinen bekannten Tisch aus der Perspektive und von vorne sieht das ein bisschen anders aus. Und wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Sachen, zum Beispiel hier diesen Videoring. Der ist gar nicht so schlecht, den habe ich erst seit kurzer Zeit. Ich bin draufgekommen bei so Online-Meetings und so, dass mein Gesicht immer voll dunkel ist. Und ja, mit dem habe ich das Problem eigentlich gelöst. Der ist verstellbar in der Helligkeit und im Farbton. Dann habe ich hier schon eine Webcam, die wird aber nicht bleiben, denn die Qualität, die ist hier wirklich eine Frechheit. Gut, die Kamera, die ist sicher so 10 Jahre alt wahrscheinlich schon. Da muss ich momentan schauen, momentan sind ja die Webcams sowieso ausverkauft, oder nehme ich hier überhaupt eine
DSLR-Kamera und über einen HDMI-Grabber, dass ich dann hier das Bild aufnehme. Dann muss ich mir noch Gedanken machen über die ganze Software, wie man das macht. Dann muss ich mir ein bisschen in der Gaming-Szene orientieren, was es da alles so gibt. Da gibt es einige, die haben ziemlich ein Equipment, was mir gefällt. Hier meine Funkgeräte, kennt ihr auch. Hier wäre so ein Mikrofon, Headset hätten wir auch schon. Ja, also ein paar Sachen sind schon da, aber ich bin da in der Vorbereitung, ich bin da momentan auch ein bisschen am Ausprobieren. Was ich dann noch habe, ist noch ganz neu bei mir. Das ist hier oben zum Beispiel so ein LED-Panel. Und dieses LED-Panel, das ist jetzt genau über dem Tisch hier installiert und ich möchte hier oben auch eine Kamera installieren. Und im Livestream, so kann man dann sehen, was ich hier am Tisch mache. Also das wären so Sachen, die müssen vorhanden sein. Erst dann möchte ich hier wirklich mit dem Thema starten. Also, Livestreams sind in Vorbereitung. Ja, spätestens bei 10.000 Abonnenten, da machen wir ganz sicher einen. Das wäre so ein Ziel, das durchaus nächstes Jahr schon erreicht werden könnte. Schauen wir mal. Aber ihr seht, ich bin aktuell noch nicht vorbereitet, aber es ist schon in Planung. So. Eine Sache gibt es noch, eine andere Sache noch. Beim letzten Video, wo es um die Radiosonden ging, da waren so Stecker, die ich verlost habe und da haben sich zwei gemeldet. Kurz nachschauen. Das war der Konstantin und Soundfactory24, genau. Die haben sich gemeldet, die möchten so einen Stecker haben. Gratulation, ihr habt gewonnen. Schreibt mir per E-Mail eure Adressen, ich sende euch diese Stecker zu. So, das war das eine Thema. Und ja, jetzt eigentlich bleibt mir nicht mehr viel über, als mich noch einmal zu sagen, danke fürs Zuschauen, danke auch fürs Abonnieren, speziell zum Beispiel so Leuten wie den Rogau aus der Schweiz, Amberkäfer, der Dino, der Bernie, der Jonas, einer heißt Lost Places, Bastler, glaube ich, oder so irgendwie in die Richtung. Und da gibt es ja noch so viele, viele mehr, die hier immer fleißig kommentieren, wirklich auch ein spezielles Danke noch einmal an euch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also macht mit, viel Spaß und vor allem auch jetzt bleibt gesund.